Nachdem der Bundeskanzler Olaf Scholz im Bundeskanzleramt mit einem Helikopter angekommen ist, hat er heute den Präsidenten aus Finnland, Alexander Stubb, im Bundeskanzleramt empfangen. Sehr geehrter Herr Präsident, lieber Alex, schön, dich heute erneut hier in Berlin zu begrüßen. In schwierigen Zeiten, wie die Welt sie gerade erlebt, ist es wichtig, enge und verlässliche Partner zu haben. Finnland und Deutschland sind genau das. Enge Freunde und verlässliche Partner, bilateral in der Europäischen Union und seit kurzem auch in der NATO. Gemeinsam verteidigen wir die Sicherheit Europas und verstärken konsequent den europäischen Pfeiler der NATO. Gemeinsam mit unseren Partnern stehen wir weiterhin auch eng an der Seite der Ukraine. Finnland und Deutschland zählen zu den stärksten Unterstützern der Ukraine. Und klar ist für uns beide, wir werden in unserer Unterstützung nicht nachlassen. Es geht darum, die Souveränität und Integrität der Ukraine zu verteidigen. Putin kann nicht darauf hoffen, dass wir die Ukraine im Stich lassen werden. Der 50 Milliarden Dollar Kredit der wirtschaftsstarken Demokratien der G7-Staaten für die Ukraine ist ein klares Signal, dass wir die Ukraine auch langfristig unterstützen. Als Europäische Union bringen wir einen erheblichen Teil dieses Kreditpakets auf. Die Vorarbeiten dafür laufen und sind unmittelbar vor dem Abschluss. Die Lage in Nahost wird uns ebenfalls beschäftigen. Nach dem Tod von Hamas-Chef Sinwar gibt es die Hoffnung, dass nun ein Waffenstillstand im Gazastreifen näher rückt, verbunden damit, dass die Hamas die verbliebenen israelischen Geiseln endlich freilässt. Mit Blick auf die Situation im Libanon gilt, die Hisbollah muss sich gemäß der UN-Resolution 1701 aus dem Grenzgebiet zu Israel zurückziehen. Ein wirklicher Friede in der Region ist nur denkbar, wenn es einen glaubwürdigen Prozess hin zu einer Zwei-Staaten-Lösung gibt. So schwer vorstellbar dies im Augenblick sein mag, es braucht die Hoffnung und Aussicht auf einen solchen Prozess als wichtige Perspektive der Palästinenserinnen und Palästinenser, die ihrerseits ja auch Opfer der Hamas sind. Lieber Alex, wir werden auch über unsere jeweiligen nationalen Beziehungen sprechen, beispielsweise darüber, wie wir unsere Kooperation in Wirtschaftsfragen weiter vertiefen. Besonders Potenzial sehe ich auch bei kritischen Rohstoffen beim Aufbau von neuen Wasserstoffkorridoren im Ostseeraum. Und zu guter Letzt, wir haben auch sehr ähnliche Vorstellungen auf die weitere Entwicklung der Europäischen Union. Finnland und Deutschland setzen sich dafür ein, Europa mit Reformen fit zu machen für eine erweiterte und gleichzeitig handlungsfähige Union. Die Liste unserer Gesprächsthemen ist also lang, wie jeder sehen kann, und unsere Schnittmengen sind groß. Nochmal herzlich willkommen in Berlin. Ich freue mich auf unser Gespräch. Vielen Dank, Herr Bundeskanzler, lieber Olaf. Danke für die Möglichkeit, hier zu sein. Deutschland ist für Finnland ein wichtiger EU-Freund, NATO-Verbündete und Handelspartner. Heute sprechen wir über Ukraine, Russland, die Quad-Treffen, Nahen Osten und China. In der kommenden Woche werde ich einen Staatsbesuch in Peking abstatten. Da müssen wir auch ein bisschen koordinieren. In Englisch, I think. Die nächsten zwei Monate, also die zwei Monate nach den Wahlen in Amerika, werden von entscheidender Bedeutung sein für die zwei Kriege, die zurzeit in der Welt geführt werden. Zum einen den Angriffskrieg gegen die Ukraine. Wir hatten am Freitag Gelegenheit, mit dem Premierminister der Ukraine über den Friedensplan der Ukraine, zu diskutieren. Und nun freue ich mich darauf, vom Bundeskanzler mehr dazu zu hören, wie er das sieht und auch zum Ergebnis des Treffens der Quad. Und das andere Thema ist der Krieg zwischen Israel, Palästina und Israel und dem Libanon. Ich bin da etwas hin und her gerissen, ob man, was die Frage anbetrifft, ob man diese Konflikte zusammenführen sollte. Wichtig ist einfach, dass wir sie lösen müssen auf die eine oder andere Art und Weise und dass das Fenster der Möglichkeit dafür direkt nach den Wahlen in Amerika bis zu der Ernennung des neuen amerikanischen Präsidenten sein wird. Deutschland spielt ja eine wichtige Rolle als führendes Land in Europa.